Hallo meine lieben Freunde. So, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von Waage bis Fisch und ihrem persönlichen Wächter. Die Waage ist gegenüber ihrem Wächter sehr zwiespältig eingestellt. Auf der einen Seite fühlt sie sich kontrolliert, doch andererseits funktioniert gerade das wunderbar und fördert ihre Fantasie und Kreativität. Ein willkommenes Leben. Skorpione haben einen Wächter, ähnlich dem Widdergeborenen. Auf äußere Eindrücke sind sie geschützt und unverletzlich. Das bestätigt sich auch dadurch, dass sie sehr kranke Menschen pflegen können, ohne dass es sie gefühlsmäßig besonders angreift. Eine wundervolle Gabe. Der Wächter gibt dem Schützen die Chance, ihre wunderbaren Ideen zu realisieren. Es hat den Anschein, dass der Schütze mit seinem Wächter gegenüber den anderen Sternzeichen etwas im Vorteil ist, da er von außen keine Belästigung zulässt. Das bestärkt den Schützen sehr. Beim Steinbock handelt es sich um einen soliden, zuverlässigen Menschen. Sein Wächter bringt ihn dazu, dass er anpassungsfähig und erfolgreich agieren kann. Er lebt meist unauffällig und sein Wächter sorgt dafür, dass er kein Luftikus wird. Wassermänner sind geniale Menschen. Sie leben am Puls der Zeit, modern und offen. Soweit, so gut. Kommen wir zu seinem Wächter. Der sorgt dafür, dass der Wassermann nicht abhebt und sogar auch kindlich reagieren kann. Ängstlich, aber kontrolliert. Zum Kuscheln wünschen sie sich eine Familie, düsen dann allerdings gestärkt und selbstbewusst hinaus in die Welt. Einfach prima. In der Astrologie gelten die Fische eindeutig als schwache Menschen, da sie von Natur aus sensibel sind. In ihrer Flexibilität werden sie von ihrem Wächter positiv geschützt, sodass sie ein gutes Format entwickeln. Man sagt ihnen nach, geschwächt und unsicher zu sein. Das muss nicht sein. Im Gegenteil, sie treten wie Könige auf. Ist das nicht toll? Die Astrologie ist einfach genial. Lassen wir uns auf sie ein. Hören wir auf unseren Wächter. Machen wir einfach das Beste daraus. Das Beste daraus in unserem Leben. In diesem Sinne und mit viel Erfolg grüßt euch eure Deria.